Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir uns wieder ein paar Edelsteine gegrapscht und jetzt grapschen wir uns ein paar Edelsteine hier im Future Frenzy. Da fehlen noch zwei Stück. Oh mein Gott. Ja. Ich habe irgendwie darüber nachgedacht und vielleicht ist in die eine Level, wo wir versucht haben. 133, was? Welches in dieser einen Level ja, weiß nicht. In irgendeine Special Stage. Was? Vielleicht hat irgendeine Special Stage. Die meine Güte. Dieser eine Edelstein, den wir noch nicht bekommen haben. Könnte sein, ne? Zerleben oder so. Ich fange mich doch nicht so an Nitro ranzugehen, Mann. Oh, hier eine Dings macht nach Paulus. Ich dachte, ich noch. Relikt Challenge. Ich immer in den Typen reingerannt bin. Aber warte später hier. Diesen Raketenwerfer-Typen. Ich glaube ja. Oh, meine PS3 geht voll ab. Ich habe schon mal erwähnt, dass mich die Musik hier voll an Crash Spyro erinnert. Ich weiß gleich, Macher. Oder? Nee, weiß ich gar nicht. Egal. So Maniac war das doch, ne? Keine Ahnung. Ja, okay, wir teilen sich ja irgendwann die Macher. Aber trotzdem. So, mir fehlen hier 133 Kisten. Also irgendwann mit 100. 105. Im Moment. Aber 133 Kisten sind hier. Leck mich. Am besten ich breck kein einziges Mal. Um irgendwie sicherzustellen, dass ich auch die Dings bekomme. Portal, jetzt schon Portal. Letztes Mal habe ich Teleporter gesagt, dann habe ich das, was ich sagen wollte, gesagt. Also Plattform. Sag ich Teleporter. Nein, sag ich. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Verdammter Dreck. Ich werde voll verwirrt. Plattform. Nee. Nee, ich habe es vergessen. Warum bin ich doof? Versucht ja mein Kurzzeitgedächtnis. Ich hoffe jetzt auch wirklich, das lohnt sich jetzt hier durchzurennen. Ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Plattform finde, wo ich rein kann. Das sieht bis jetzt noch nicht so aus. Na. Ja, wird schon. Nein, na? So. Bams. Ja, so sehe ich aus, Bams. Einfach so kaputt machen. Jetzt sieht er noch nicht so aus. Das wird richtig, aber mal gucken. Fehlen eindeutig noch irgendwo so, weiß ich nicht. So, Dingens hier. Bonusplattform. Nicht Bonusplattform, das ist jetzt hier eine Bonusplattform. Ja, schon, boah, ich hab's heute irgendwie voll drauf, ja. So, grammatisch mäßig. So, ein da. Nö. Also könnte jetzt wirklich irgendwo eine auftauchen, wenn es geht. Bams. Ich frage mich ja, wo er die Bazooka einfach so her hat. Ich meine, ja. Die anderen sind alles irgendwie so Techniken oder so, die man bekommen hat. Die man lernt. Wenn man stärker geworden ist, aber dann heißt es auf einmal hier. Du hast jetzt eine Bazooka. Wo habe ich die her? Ich auf ein Engine bekomme ich Engine irgendwie eine Raketenwerfer geklaut oder was? Geh weg. Sie immer noch nicht, ne?
Plattform. Ja, danke. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich war die direkt dahinter. Egal. Ist wahrscheinlich ein Secret Level oder so. Muss es ja. Na gut. Die andere stempeln wir auch mal als Secret Level so ab. Wir sind auch schon wieder zwei. Ich gehe jetzt mal gucken, wo hier noch welche sind. Vor allem die Special Stage, die sind für mich auch blind. Habe ich noch nie gemacht, ganz ehrlich. Ich glaube, die Wasserlevel hier von Coco, die habe ich mal gemacht. Weil ich mich auch frage, ist, warum ist hier schon wieder Dingens? Ein Edelstein. Habe ich den nicht hier ganz gründlich gemacht mit den ganzen Nitro-Kisten und so? Warte, okay. Area 51. Future Frenzy und Rings of Power. Okay, dann sehe ich schon, wo das hinführt. Okay, da sind zwei. Okay, eins wahrscheinlich, wenn man die Level geschafft hat, und eins, wenn man, weiß nicht, alle Kisten gesammelt hat. So, jetzt kann ich hier wahrscheinlich alles machen und dann darf ich noch mal durch die Level durchrennen, ne? Oder lustig. Geht's kaputt, Mann. Da dürfen ja nicht so viel sein. Geh weg. Ich habe keinen Grund, dich zu töten. Aber du mich. Wohl. Ah. Einfach wegpusten, der Teil. Oh, Checkpoint sogar, geil. Zack. Ja, das heißt, in dieser einen Level muss ich irgendwie was noch machen. Sehr schön. So. Okay. Ich hätte schon gedacht, vielleicht seine Nitro oder TNT. Tiste, ja, was? TNK und Tiste, okay. Geil. Ich hier für geile Wörter empfinde. Richtig geil. So. Wenn er wohl gelacht hat, wenn ich das nicht schaffe. Ich halt mal da hinten an. Ich muss alle so töten. Sehr schön. Ich frage mich nicht, wie viele Kisten da nochmal gefehlt haben. Ich glaube so 30 oder so, ne? Aber ich kann ja, ich muss ja dann zum Anfang der Level wieder kommen, ne? Ich sehe ja da hinten schon ein Teleport-Dingen. Aber knapp, ich war beinahe da drauf gelandet. Also ich muss ja zum Anfang der Level jetzt kommen, ne? Das wäre jetzt richtig unfair. Was? Ich komme noch gar nicht mehr zum Anfang, oder? Okay, jetzt bin ich sehr verwirrt. Da ist ja so eine Plattform, die mich hier zu diesem Bereich gebracht hat. Wie soll ich denn zu denen kommen? Kann ich doch nicht mehr zurück, oder? Kann ich da zurück? Ich weiß ja gar nicht. Ich hätte mal gerne wieder einen Checkpoint, da wäre so richtig Knorke. Oh, Akaku, der ist auch gut. So, hier war der... Hier war der Anfang. So, hier ist ein Checkpoint, das ist schon mal gut. Ah, ich kann zurück, okay. Boah, super. Kann ich das ganze Level nochmal abhaken. Obwohl, ich vorhin habe ich es auch geschafft, nur zu frecken. Also werde ich das jetzt auch schaffen. Obwohl das hier richtig doof ist, da ich jetzt zurückwärts laufen muss. Meine Güte. How did I do this?
Ja, das wird ein Spaß. So, Sicherheitsabstand, wenn es geht. So, Checkpoint? Nein. Warte, wenn ich wieder gerade auslaufen kann, dann seid ihr dran. Oh, sehr gut. Oh Mann, hier ist der Anfang, glaube ich. Da auch so Laserdinger. Aktiviere dich doch. Ah, ist ja nirgendwo ein Checkpoint. Ey. Ist ja, wie weit noch ein Checkpoint entfernt ist. Gerade erst den einen hier abgesahnt. So, hier ist der Anfang. Okay. Das muss ich jetzt nur noch schaffen, ohne zu frecken, hier am Ende zu gelangen. Nicht irgendwie peinlich irgendwo runterzufallen, das wäre richtig doof. So, ich nennt mich Feige und also ich cheate, aber ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher. Ich mache jetzt hier Safety First. Ja, das ist schon wieder. Da kann alles passieren. Das Ding könnte irgendwie in Millionen Teile zerfliegen. Wie leicht das ist, da hinzukommen, ne? Aber wie schwer war vom Rückweg aus? Damn! So, ist bloß nicht runterfallen irgendwo, das wäre jetzt richtig doof. Kann ich den ganzen Quatsch nochmal machen? Wir sind den ganzen Gegner ja immer noch tot. Und da falle ich jetzt runter. Mein Herz. Boah, ein Checkpoint bitte. So, hier ist wieder neu. Das heißt, irgendwann muss hier ein Checkpoint kommen, bitte. Ja, du mich auch. Oh, Checkpoint. Danke. So, jetzt hat er alle dran. Bis dich. Also kaum habe ich den Checkpoint erreicht, hier direkt so ein Kack. Mir passiert wäre, wenn ich jetzt keinen Checkpoint bekommen hätte, dann wäre mir mein Herz irgendwie in die Hose gerutscht. Damn. Ja. Bams. So, Bonuslevel, die brauche ich. Ich habe fast keine Leben mehr. Weil ich habe 87 Kartons, was? Kisten. Und 94 Leben. Bams. So, sehr schön. Nicht gut, wenn alles so schillig läuft. Er ist ja schillig, aber ist schon. Zack. Da sind noch ein paar 20 Dinger. Oder 10. Ja, 10. 12, um genau zu sein. Komm mal her. Checkpoint. Yay. Hast du irgendwie so Nitro kaputt macht Dingen? Glaub nicht, ne? Am Ende. Kann Bock zu warten. Also muss ich die Nitro wissen. All mit einer Bazooka kaputt hauen, ne? Sehr schön. Und jetzt einfach da reinfliegen. Das wäre gewesen. Nein! So direkt von Edelstein, der ist schon so aufgetaucht, so ja, komm mit mir, Bro. Dann, nee.
Ja, komm schon, du willst mich. Komm her. Bin so silbernd und hart. Aber nein. So. So. Mach mal so, wie es sich gehört. Danke, danke. Und hier ist sogar so ein Ding. Okay. Raus hier! Auf dass wir diese Level beenden mit vielen Edelsteinen in den Händen. Hab ich schon wieder gehypt. Ich soll echt Poet werden, ich. Wäre schon voll im Scheiß, ey. Ich bin gut in dem Scheiß, Mann, ey. Din, 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 din. Wupp, 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 wupp. Okay. So, jetzt ist natürlich beschissene Zeit, die wir da übrig haben. Guck mal, was hier noch ist. Ups. Ich war gerade durch die Plattform. Ach, habt ihr nicht gesehen? Ich könnte mal diese Wasserlevel versuchen. Autsch. Aber ich habe doch schon den Edelsteiner geholt, oder? Wow, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Oder? Waren es diese mit diesen ganz vielen 100? Was? Nee, war ich noch gar nicht. Nee, war ich gar nicht. Ich muss ja auch eine Relikt-Challenge machen, aber kann aber nicht so lang sein dann. 1 Minute 16. Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie muss ich die Level so fortsetzen. Ne, geht doch auch nicht. Okay, was ist dann dieser andere Level? Ja, ne, wo finde ich denn dann die andere Level? Wenn die hier nicht ist. Boah, keine Ahnung. Bis jetzt kam mir noch nicht so was Krasses, was ich machen musste. So, Checkpoint, das wäre noch besser. Ich glaube, ich muss halt hier in allen Rutsch schaffen. Okay, das ist eine geradlinige Level. Mit 100 Kisten. Kein Ding bis jetzt. Das war knapp. War gerade schon am Ende oder habe ich mir halt nur eingebildet? So, geht's da irgendwo lang? Nö. Keine Ahnung. Kann ja noch nicht zu Ende sein. 100 Kisten, ja, habe ich mir noch eingebildet. Wie gesagt, ich finde es immer noch extrem schwer hier zu frecken. Einzige, wo man hier frecken könnte, ist so komische Sprünge. So durch Bomben oder so stelle ich mir jetzt hier nicht vor, dass ich irgendwie frecken werde. Na, so war zum Beispiel. Ja, das hasse ich natürlich. Hier einen Sprung nochmal machen muss, also zurückdrehen muss. Ich glaube, da wird ein längerer Part hier wegen dieser Level. Warum bin ich hier noch reingegangen? Ja, ich möchte es aber nicht mitten in der Level hier aufhören. Das ist auch doof. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht hier in dem Projekt. Das muss auch nicht sein. Ja, was habe ich gesagt? Hier sind schwer zu frecken. Vor allem, hier gibt es ja nur einen Edelstein, ne? Unten gelegt. Das heißt. Nein, Mann! Boah! Das heißt, wenn ich hier den Edelstein nicht bekomme, also nicht alle Kisten, dann bin ich hier vollkommen sonst reingegangen. Dann muss ich alle Kisten mitnehmen. Sonst gäbe es ja gar keinen Grund, die Level überhaupt zu machen. So, danke. So, danke. 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 Kommen Sie wieder. Schönen Tag noch. Bam. So, danke.
tue mich jetzt ja auch nicht so explizit um. Oh, Checkpoint, gut. Weil hier muss man ja nur Kisten sammeln und ja, wenn ich hier nicht alle auf Anhieb finde, dann mache ich dann einfach wieder auf Screen, ne? Ich habe die Level gezeigt. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier meckern wird so, ey, ich muss sehen, wie du jede einzelne Kiste zerbrichst. Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Ihr habt nicht so Anforderungen, ne? Ihr seid alle nur geil. So. Weil jetzt nicht so geil auf Videos oder irgendwie sowas, sondern einfach nur geil. Oh, leckerlich. Aber bis jetzt sind auch noch keine Kisten hier irgendwie so abseits versteckt. So, endlich zweimal, super. Ich mag es nicht umzudrehen und dann nochmal über die Rampe zu springen, das ist doof. Aber wo ist denn dann die eine Level? Ich weiß, da kommt man irgendwie per Secret Exit irgendwie so. Indem man hier mit dem Motorrad gegen das Schild fährt. Oh nee. Oh nee. Da gibt es keinen normalen Weg, irgendwie hinzukommen. Ich dachte eigentlich, da wäre die Level. Aber anscheinend nicht. Jetzt fahre ich hier voll gegen das Nitro, ne? Sehr gut. Zack, so. Checkpoint Bennett, danke. Was? Da möchte ich doch erstmal einen Checkpoint haben. Nein, da ist noch hin war einer. Oh. Oh. Dreck, Piss, Mist, leck mich. Ich habe nur auf den Checkpoint gesehen. Oh. Oh. Also fahre ich natürlich gegen eine verdammte Bombe da rein. Einer. Boah, also mit, boah. Vor allem die Kamera, die dreht sich auch so komisch. Wenn ich so auf der Stelle mich drehe, das ist so merkwürdig. Boah. Sehr gut. Ich muss erst den Checkpoint tun und dann irgendwie diese krassen Sprünge machen, oder? Da muss ich ja mal wieder zurück. Ja. Ah. War das doof. Oh, ich dachte, ich habe diesen Horror hinter mir. Und dann kommt direkt so was. Mit 100 Kisten, ja klar. Er packt denn 100 Kisten in einer Level. Da geht mal weg da. Joink. Sehr schön. Geh weg. Boah. Und so schwer ist es noch nicht mal. Jetzt einfach nur gerade fahren. Bei diesen Nitro-Dingern. Genauso. 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 Genauso wie du auch. Bitte, irgendwann ist so abseits eine Kiste versteckt. So eine einzige. Das ist mir schon wieder zu krass da. Das nicht. Sei jetzt vorsichtig, Mann. Jetzt war ich vom ersten Checkpoint. Hier. Ich hab gesagt Bams. Bams. Ich hab das magische Wort doch gesagt. Mit B. Bams. Doch das B-Wort gesagt. So, jetzt kommt erstmal dieser krasse Sprung da. Ja, voll übertrieben ist, Mann. Wird hier ein 30-Minuten-Part? Ja, ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Außer andere wollen 30-Minuten-Part sehen. Danke. Boah, ich will einfach so zum Spaß darüber fahren. Oh, hi, was ist denn hier? So, soll ich noch mit Vollgas mal durchfahren? Das ist ja kein Problem, ehrlich gesagt. Einfach nur
verdammt langsam fahren. Ja, ich wollte schon sagen, da brauche ich doch gar nicht rüber. Sehr gut. Sehr gut. Adrenalin. Sehr gut. Nein. Das hätte ich dann schon wieder nicht geschafft, habe ich so ein Gefühl. Zack. 93. Was ist das denn? Oh, what? Einer. Wie sich die Bomben so in der Sonne spiegeln. So, hier muss ich da auch nicht rüberspringen, Mann. Will mich ja austricksen wollen. War richtig, Mann. Jawohl, das waren alle. Ich bin auch irgendwie lebensmüde, ne? Zack. Raus hier, raus hier. Boah, das hier als Relikt-Challenge, das wird ja ein Spaß. So, raus hier. Feierabend. Coco, hast genug getan. Das war ja mal der letzte Level hier für diesen Part. So lange hatte ich jetzt eigentlich nicht eingeplant. So, Coco, jetzt kannst du auch. Verdammt. Ich würde gern speichern, weil das war extrem. Aber ich glaube, dann hätten wir jetzt auch die schlimmste Level hinter uns. Okay. Speichern. Aber ich würde sagen, ich beende den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Warped.